Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Factorio. Und wie versprochen, habe ich ein paar Radare platziert, sodass wir nun den gesamten verschmutzten Bereich ausgeleuchtet haben. Und wie wir sehen, hier oben haben wir einen See, auf dieser Seite haben wir einen See und hier unten haben wir einen See. Und da unten kommt noch mal was. Wir sehen auch hier haben wir ein paar Eisenfelder. Und da Kupfer. Und zwischendurch immer wieder mal ein bisschen Rohöl. Keine großen Felder, das ist glaube ich das größte. Oder die hier. Die werden wir bald mal anzapfen müssen. Nun aber letztes Mal war ich dabei, ein bisschen Materialien hier auf den Mainbus zu bekommen. Ziegelsteine haben wir bereits, aber hier ist uns dann sind uns die Förderbänder ausgegangen für den Stein. Und all das brauchen wir, weil in dieser Folge wollen wir schwarze Fläschchen. Apropos Fläschchen, wir sollten vielleicht wieder weiter forschen. Okay, dann schauen wir mal schwarze Fläschchen. Die brauchen 10 Sekunden Herstelldauer, das heißt, wir brauchen 10 Maschinen für die Fläschchen. 10 mal 2 Mauern sind 20 Mauern. Und die haben eine halbe Sekunde. Ich brauche dann eigentlich 2 Mauern pro Sekunde. Das heißt, eine Maschine sollte hier ausreichend sein. Ja, ich baue gleich mal mit den besseren. Also, eine Maschine für die Mauern, dann Granaten, die brauchen 8 Sekunden. Das heißt, da brauche ich 8 Maschinen und da brauche ich 3 Maschinen und da brauche ich auch noch die Munition. Die sind im Verhältnis 3 zu 1. Das heißt, eine Maschine kann 3 solche bedienen. Und dann möchte ich vielleicht ein bisschen mehr Platz hier auf der Seite lassen. Und nach unten. Das heißt, wir verlängern mal unseren Bus hier etwas nach oben. Jetzt, wo wir genügend Förderbänder haben. Ja, überhaupt kein Problem. Kohle.
darauf. Also, Mauern. Auch Ziegelstein. Wie kommen wir hier raus? So, dann hier machen wir einmal die rote und dann hier außen rum haben wir gelbe. So, äußersten vom zweitäußersten, das heißt, jetzt ist der drittäußerste dran. Dann haben wir wahrscheinlich, yep. Haben wir alle Bänder mal was gezogen. Das heißt, hier machen wir wieder einen Balancer hin, so dass wir von allen gleichmäßig ziehen. Dann brauche ich hier noch Stahl und Kupfer. Okay. Kupfer. Ist dann auch gleich wieder soweit für einen Balancer. Brauchen wir hier unten. Tunnels sind alle. Hier aus. So. Das Ganze noch mit Strom versorgen. Sind noch nicht so weit. Und dann Granaten. 8 Sekunden. Ich brauche 8 Schienen. Natürlich habe ich zu wenig, weil zu wenig Eisen. Zumindest sollten wir haben. Machen wir mal auf. Und natürlich müssen wir jetzt wieder ein bisschen nach oben weitern. Oh.
Und dann sind die Fließbänder alle. Aber wir sollten ja noch ein paar hier unten in der Kiste haben. Forschung! Was machen wir als nächstes? Vielleicht Strommassen. Die brauchen ein paar Fläschchen. Aber werden sie brauchen. Balancer. Haben wir ihn. Hier brauchen wir Eisen. Kohle. 5 haben wir, 3 fehlen noch, 1, 2, 3. Langergreifer, kurzer Greifer, hinten wieder raus. Können wir so machen, 4 von dieser Seite, 4 von dieser Seite. Wir bekommen ein volles Band. Unten. Weiter. Setzen wir mal. Kohle raus. Noch sowas. Reicht. Sehr schön. Jedoch noch ein paar Maschinen mehr. Und hier können wir dann sowas machen. Mitte aus einladen. Kurzen und einen langen, wenn wir lange hätten.
Und dann machen wir hier schwarze Fläschchen. Ausladung. Auch wieder sehr schön, da brauchen wir noch mehr lange Greifer und dann scheitert es an Eisen. Dieses Problem lässt sich ja beheben. Förderwand laufen. Wir hier genügend davon haben. Müssen wir uns überlegen, was wir als nächstes forschen. Rote Fließbänder. Nicht, dass wir die schon brauchen würden. Hinten. Dann. Und ab geht's. Und wir brauchen mehr Strom. Hoffentlich reicht uns die Kohle. Ist das Förderband zumindest nicht voll. Nicht allzu viel an, vielleicht ein paar Förderer mehr. Ja, mit Eisen auch nicht mehr viel los.
natürlich fehlt genau einer. Aussortieren. Ja. Das schaut doch schon brauchbarer aus. Sehr schön. Dann können wir ja zumindest theoretisch auch schon schwarze Fläschchen forschen. Ach ja, da war ja was. Sollte das funktionieren. Und hier mache ich auch noch eine Kiste hin mit einem Filtersorter, damit wir ein bisschen rote Munition bekommen, wenn denn alles mal vollgelaufen ist. Denn die ist definitiv besser als die gelbe. Und irgendwann müssen wir uns wieder um Aliens kümmern. Wir sind zwar im Moment außerhalb unseres Bereichs, aber hier haben wir doch ein paar Nester, die nahe sind. Und wenn wir dann mal Öl anschließen wollen, wird das doch die Verschmutzung wird sich etwas ausdehnen. Aber ich denke, schwarze Fläschchen in dieser Folge, das sehen. Somit beende ich diese Episode etwas früher als geplant, aber schaltet doch einfach nächstes Mal wieder ein, wo ich noch nicht genau weiß, was wir machen werden. Also bis dann und tschüss!